Der Corso der 20. Motorradsternfahrt in Kulmbach nimmt scheinbar kein Ende. Motorräder jeglicher Bauart, Roller, Trikes, Quads. Es sind mehrere tausend, die mitfahren und sich auf dem Gelände der Kulmbacher Brauerei versammeln. Mit dem Motorrad ist auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann angereist. Also. Morgen, grüß Gott, servus. Hallo. Ich habe vorgestern zum Beispiel auch wieder selbst so einen Auffrischungskurzkurs zu Beginn der neuen Saison gemacht, um mich wieder, nachdem ich im Winter jetzt auch nicht gefahren bin, wieder an die Maschine zu gewöhnen. Ankommen statt umkommen. Das Motto des Bike-Events ist aktueller denn je. Denn die Zahl der Motorradunfälle ist in Oberfranken im vergangenen Jahr um 18% gestiegen. Die Sicherheitsveranstaltung soll daher vor allem eines: alle Verkehrsteilnehmer für potenzielle Gefahrenquellen sensibilisieren. Und dann das eigene Verhalten auf den Straßen, sich als Motorradfahrer entsprechend auch umsichtig, vorsichtig, mit Rücksicht auf andere zu verhalten, aber gegebenenfalls immer auch die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer quasi mit einzukalkulieren, denn als Motorradfahrer ist man beispielsweise gegenüber einem LKW immer der Schwächere. Gegenüber einem Traktor ebenfalls. Was hier nur eindrucksvoll simuliert wird, kann in der Realität durch aufmerksames Verhalten, Rücksicht im Straßenverkehr und das Tragen der richtigen Schutzkleidung verhindert werden. Und genau beim Thema Schutzkleidung fallen uns diese Bunnies auf. Darunter ist eine ganz normale Motorradkombi, eine ordentliche Motorradkombi. Klar, Sicherheit geht vor. Die Street Bunny Crew entsteht vor 10 Jahren aus einer Laune heraus. Schnell ist klar, die Kostüme fallen auf. Diese Publicity nutzt der Verein und tut Gutes. Und wir sammeln auf dem Weg Spendengelder für karitative Zwecke, für Kinderkrankenhäuser, Mehrfachbehinderteneinrichtungen, Blindeninstitute und andere sinnvolle Institutionen. Die Gemeinschaft macht's. Das ist wirklich vieles, was einem da entgegenkommt. Und man lebt so ein bisschen mit dafür. Und so treffen sich auf dem Brauereigelände an diesem Wochenende neben Rosa Hasen tausende Menschen. Familien, Bekannte und Mitglieder von Motorradclubs. Wie etwa Arno Dahms. Er gehört zu den Blue Knights, einer Vereinigung aktiver und ehemaliger Polizeibeamter. Die Veranstaltung ist traumhaft. Das Wetter ist nicht jedes Mal so schön gewesen wie heute, obwohl wir das gewohnt sind. Und wir haben uns schnell einen Regenschauer bei der Ausfahrt abgeholt. Lässt sich meistens nicht vermeiden für uns. 3 Jahre warten haben sich definitiv gelohnt. Das größte Bikertreffen Süddeutschlands macht seinem Namen alle Ehre. Mit geschätzten 12.000 Maschinen im Stadtgebiet, rund 40.000 Besuchern am Wochenende und Bildern wie diesen.